Herzlich willkommen. Pünktlich zum Wintereinbruch eine kleine Umbauanleitung von so einem stinknormalen 1 Hell 5 Ampere Ladegerät zu einem REMF Charger. Die Dinger werden zurzeit für ein Appel und ein Ei rausgehauen und bieten eine sehr günstige Basis, um einen REMF Charger für 12 Volt Autobatterien draus zu basteln. Also als erstes erstmal so weit demontieren, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und der Trafo ist ja, da kommen 13,3 Volt ungefähr raus. Und da müssen wir jetzt noch ein paar Windungen mehr drauf kriegen. Hier ist noch ein kleines bisschen Platz auf der Primärwindung, da wo der dicke Draht ist. Und da versuchen wir mal jetzt so viele Windungen wie möglich mit 1,12er Draht oder, upsala, mit 1,12er Draht oder 1er Draht mindestens drauf zu gehen. Ich habe schon gesehen, irgendwie gehen die schlechten Zeiten jetzt wieder los. Hier fangen sie schon wieder an, Alu als Drähte zu nehmen. Ne, der Durchmesser von dem Alu-Draht, der ist jetzt viel dicker als ein vergleichbarer Draht in Kupfer wäre. Von daher können wir hier mit dem Durchmesser ein kleines bisschen kleiner rangehen. Aber es hat mich schon gewundert. Das kenne ich eigentlich nur von der Nachkriegszeit oder von der DDR-Zeit, dass da Alu-Wicklungen genommen wurde. Aus Grund von Kostengründen halt. Ne? So, dann wickeln wir mal noch ein paar drauf. So schaut es nur aus. Ungefähr 7 Windungen habe ich jetzt zusätzlich drauf bekommen. Und ungefähr 1,50 Meter Draht waren das ungefähr gewesen, was ich da genommen habe. Also könnt ihr euch ungefähr so 2 Meter Draht, so ein 2 Meter Drahtstück abschneiden und dann könnt ihr es schön durchfädeln. Wenn es geht, immer schön nebeneinander liegend, dass wenig Kreuzungen sind. So kriegt ihr am meisten drauf. Ja, das wird dann. Achso, und die Wickelrichtung natürlich beachten. Ne? Also da, wo der Draht aufhört, wo das Ende ist, dann die Wickelrichtung beibehalten. Ne? Dann praktisch nicht andersrum wickeln, weil sonst zieht ihr die Spannung ja dann ab. Dann habt ihr weniger Spannung. Wir wollen aber mehr Spannung haben. Ja, dann wird das jetzt noch miteinander verlötet hier. Ne? Das wird abisoliert und dann wird das gleich hier rangelötet, weil direkt auf Kupfer löten geht halt schlecht. Ne? Oder man nimmt da so eine Vago-Klemme, die extra dafür gedacht ist, dass man Kupfer- und Aluminiumkabel zusammen krimpen kann. Da gibt es verschiedene Vago-Klemmen. Müsst ihr mal ins Datenblatt gucken und eine bestimmte Sorte gibt es da. Da sind die Plättchen in der Vago-Klemme so ausgelegt, dass sie nicht korrodieren, wenn da Strom drüber geht. Aber ich löte das jetzt einfach mal hier an. Das müsste ja lötbar sein. Werde das richtig schön isolieren und dann kommt das wieder hier rein. Dann bräuchten wir als nächstes einen Kühlkörper. Ich habe jetzt lustigerweise einen gefunden, der jetzt hier genau reinpasst. In diesem Umrüstset werdet ihr dann einen anderen Kühlkörper mit haben. Da müsst ihr mal gucken, wo er hinpasst. Also diese Größe müsst ihr ungefähr haben. Und dann könnt ihr ja den hier vorne oder ne, irgendwo, wo Platz ist, mit reinbauen. Ihr müsst halt zusehen, dass ihr dann noch genug Platz lasst für den Kondensator, der dann mit reinkommt. Und ja, der Rest wird sich dann automatisch ergeben. Ich bastel das jetzt erstmal für den Kühlkörper so hin. Dass das hier für den Kühlkörper passt und ich werde jetzt als nächstes die Re-EMF-Schaltung zusammenlöten und auf den Kühlkörper draufkleben. Und da ist sie dran, die Re-EMF-Charger-Schaltung. Also ein Teil davon, der Vorwiderstand fehlt jetzt noch. Habe ich jetzt auf den Kühlkörper draufgeklebt mit dem Wärmeleitkleber. Und während das jetzt trocknet, können wir uns ja derweil über den Ferritring machen, also den Ferritring bewickeln. Da ist er fertig, unser Ferritring. Und dann halt nach alter Manier so verschalten, ne? Dickes Anfang mit dünnem Ende verlöten und die Enden auch noch abisolieren, dass wir es dann anlöten können. So, dann wird der Vorwiderstand installiert. Ich liefere euch 3x24 Ohm Widerstände. Und wenn ihr die stinknormale, einfache Version machen wollt, dann einfach die drei Widerstände parallel zusammendrehen, so wie ich es hier gerade gezeigt habe. Und die dann als Vorwiderstand nehmen. Alternativ könnt ihr dann die einzelnen Vorwiderstände dann mit so einem Schiebeschalter dann noch so verbauen, dass ihr verschiedene Arten von Vorwiderständen habt. Ne? So könnt ihr dann praktisch einen Freizockmodus, einen halbe Lademodus und einen volle Pulle-Lademodus machen, wer es möchte. Ja, ich lasse es jetzt hier mal weg, weil die meisten wollen das ja einfach nur an der Autobatterie anklemmen und ihrer Weg gehen.
Die wollen nicht rumexperimentieren, die wollen das einfach nur praktisch betreiben. Und da reicht es dann. Das wären dann 8 Ohm Vorwiderstand. Ne? Wenn ihr einen festen 8 Ohm Vorwiderstand habt oder 7,5 Ohm, geht das auch. So, Vorwiderstand ist angelötet. Und als nächstes wird vom Ampermeter der Eingang vom Minus sozusagen abgeklemmt. Und an die Stelle kommt dann unser Minus vom ReMF-Charger ran, praktisch hier diese Stelle. Okay, also hier ist es rangelötet worden und als nächstes wird das dünne Drähtchen vom Ferrit mit dem Vorwiderstand verlötet. Und den lasst ihr am besten so ein bisschen in der Luft hängen, den Ferrit, oder ihr könnt ihn mit Silikon irgendwo hinkleben, aber dann mindestens 2-3 mm Abstand lassen zum Blech, weil unser Ferrit macht ja hier Magnetfelder und wenn da irgendwelche anderen Metalle in direkter Umgebung sein sollten, dann werden die hier gedämpft, die Magnetfelder. Und da geht dann nicht mehr so richtig. Also immer schön Platz lassen zu irgendwelchen Metallen. So, und jetzt kommt der Punkt, wo wir praktisch unseren dicken Draht vom Ferrit mit dem mittleren Beinchen vom Transistor zusammenlöten. Also praktisch den daran löten. Ja, hier ans mittlere Beinchen vom Transistor. Dürfte klar sein. Ihr habt ja auch einen Schaltplan vom ReMF mit vor euch liegen, ne? Der nächste Schritt ist dann den Kondensator einkleben. Ja, also ich habe ihn eingeklebt. Müsst ihr vielleicht nicht unbedingt einkleben, wenn dann eure Drähte das alles so schön halten, dass es nirgendwo kaputt gescheuert wird im Falle einer Vibration. Und an diesen Kondensator löten wir jetzt an die Minusseite hier diesen Draht, also ne, vom Minus, vom Brückengleichrichter geht es ins Ampermeter und vom Ampermeter geht unser Minus jetzt auf den Kondensator. So schaut das jetzt aus. Na, hier kommt der Draht und hier geht er dann hier an Minus. Und jetzt löten wir gleich von dem Minus einen Draht an unsere ReMF-Schaltung, und zwar kommt er jetzt hier unten ran. Hier kommt jetzt der Minus ran. Ja, praktisch ein Draht von hier zum Minus. Da ist er jetzt dran, der Draht, der schwarze Draht sah schon. Also muss ein Kabel sein, was mindestens die 5 Ampere leiten kann. Ja, also einen dünnen Draht reicht hier nicht. Schon ein etwas dickeres Kabel. So, und der nächste Schritt wäre dann, dass wir den Plus vom Input abziehen. Also vom Brückengleichrichter, dann gehen wir von der Plusstelle, von dem Plus hier auf den Plus vom Kondensator. Und dann machen wir gleich weiter. Vom Plus vom Kondensator gehen wir an die Stelle von unserer ReMF-Charger-Schaltung. Das ist nun auch geschehen. Der gelbe Draht hier vom Plus von der Gleichrichterbrücke zum Kondensator und auf den Eingang vom ReMF-Charger sozusagen. So, dann werden wir als nächstes diese Klemme hier öffnen, damit wir das Kabel hier weiter rausziehen können, weil mit dem Kabel hier müssen wir nämlich jetzt an diese Stelle hier oben ran. Das ist der Output vom ReMF-Charger, der Plus-Output. Das wäre jetzt auch geschafft. Unser Plus ist dran und bleibt eigentlich nur noch dann die zwei Trafo-Anschlüsse auf unseren Gleichrichter drauf zu klemmen und dann sind wir schon fertig und dann können wir schon starten. So, jetzt ist alles fertig. Der Trafo ist dran und der Rest ist auch alles so angeklemmt, dass es eigentlich funktionieren sollte. Auf zum ersten Probelauf. Okay, in der Steckdose steckt es schon. Explodiert ist soweit nichts. Der Plus ist auch schon angeklemmt. Und dann werde ich jetzt mal den Minus dazu klemmen und mal gucken, was es sagt. Okay, es blitzt schon mal ordentlich, aber was ist denn hier los? Ah, okay. Hat einen kleinen Wackler gehabt. Funktioniert. Es funktioniert. Jo. Das war eigentlich schon alles.
Das Ladegerät ist dann so ausgelegt, dass es bei Ladeschlussspannung nur noch ein paar Milliampere reinhaut, deshalb braucht es keine Ladeabschaltung, es sei denn, ihr habt einen Akku dran, der defekt ist. Ja, also da die erste halbe Stunde mal beobachten, auch gegebenenfalls ein Spannungsmesser mal mit rannehmen, dass ihr die Spannung kontrolliert. Und ja, wenn dann, gut, das Netzteil, das hat hier sowieso, hier seht ihr das, auf dem Trafo eine Temperaturabschaltung drin, also falls dann hier doch mal irgendwie zu lange eine Kurzschlusszelle dran sein sollte, dann geht der Temperaturschalter hoch, dann ist hier noch eine Sicherung und im Output habt ihr ja auch noch eine Sicherung. Also abgesichert sein müsste das eigentlich so, wie es zu sein hat. Ne? Das sind ja die Originalsicherungen, so wie es TÜV geprüft verkauft wird oder CE-Zeichen geprüft. Und den Rest habt ihr ja nur hinzugefügt. Mehr ist es ja nicht. So, das war's dann. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr könnt euch ja auch noch eine kleine Spannungsanzeige mit hier vorne reinbasteln. Ne? So wie hier ungefähr. Und das sind euch dann erstmal keine Grenzen gesetzt in eurer Fantasie, was ihr noch so alles damit machen könnt. Ich sage erstmal bis später.